Faszinierend, wie sich alles verändert. Ich gehe meinen Weg. Und plötzlich steht da ein Gebäude, das eben noch nicht dort war. Eine Brücke, die jetzt ein Ufer mit dem anderen verbindet. Eine Kreuzung, eine Straße, ein Hochhaus. Überall entsteht Neues. Höher, schneller, weiter. Immer einen Schritt voraus. Baumaschinen sind Hightech. Was passiert, wenn so eine Maschine mal kaputt geht oder irgendetwas nicht mehr richtig funktioniert? Die Wartung und Instandsetzung erfordert mehr von mir als nur handwerkliches Geschick. Es braucht eine gute Portion Neugier, technisches Verständnis und Basiswissen in allen Systemen. Du musst wissen, wie so eine Maschine tickt oder wie der Motor funktioniert. Vor allem aber brauchst du einen guten Lehrer, der dir beibringen kann, auf was es ankommt, der deine Stärken weiterentwickelt. Einen starken Partner, der dir zeigt, wie es funktioniert. Das alles findest du bei Zeppelin. Wenn ich als Land- und Baumaschinenmechatroniker auf dem Weg zu meiner Ausbildungsstelle bin, weiß ich nie genau, was mich dort erwartet. Und das ist gut so. Jeder Tag bringt neue, interessante Herausforderungen. Überall, wo Baumaschinen gebraucht werden, werde auch ich gebraucht. Wir bilden nicht nur einfach zum Land- und Baumaschinenmechatroniker aus. Wir machen in 3,5 Jahren einen Baumaschinen-Spezialisten aus dir. Deine Kompetenzen sind global einsetzbar und schaffen so Freiraum für deine Ideen. Zeppelin war so die Firma, die unter allen herausgestochen ist und die mir die besten Möglichkeiten eröffnet hat und wo ich mich auch im jetzigen Verlauf am meisten weiterbilden konnte. Man hat von Anfang an das Abwechslungsreiche gespürt, was halt in dem Beruf da ist. Und der erste Tag war eigentlich ziemlich gut. Ich bin dann abends zwar müde, aber mit einem guten Gefühl nach Hause gegangen. Das Faszinierende an den Baumaschinen ist ganz einfach die Größe. Man hat eine riesige Maschine vor sich stehen und man sieht es auf Fotos oft und denkt dann, ja, das ist halt eine Baumaschine, das ist halt so. Aber wenn man dann tatsächlich daneben steht oder oben drauf steht und dann daran arbeitet, das ist was ganz, ganz anderes. Und wenn man dann aber die Technik innen drin sieht, wie ein Motor arbeitet und wie genau ein Motor im Grunde genommen arbeiten muss, dass es überhaupt funktioniert, ist eigentlich bewundernswert. Und daran dann zu arbeiten, die Fehler zu finden und das Ganze zu reparieren, das macht einfach Spaß. Ja, das Fahren mit den Maschinen ist natürlich auch immer so ein kleines Highlight, weil wenn man jetzt mit rausfährt in den Bruch, dann darf man auch mal selber fahren. Die großen Maschinen auch mal vielleicht ein bisschen da rumbuddeln mit dem Bagger, da kann man halt in der Werkstatt doch nicht. Und wenn man dann eine Reparatur durchgeführt hat, dann läuft die Maschine wieder, dann kann man die warm fahren. Vielleicht ein bisschen damit rumspielen, das ist schon cool. Ich habe mich nicht dafür entschieden, eine Kfz-Lehre zu machen, aus dem Grund, dass ich einfach gerne was Großes machen wollte. Ich wollte mit Großmaschinen arbeiten. Und bei Kfz, das ist halt alles klein und ich wollte eine Herausforderung. Eine Autowerkstatt, das ist halt ziemlich einfach, meiner Meinung nach. Es ist immer das Gleiche. Man hat immer einen Motor, ob es jetzt ein Vierzylinder oder ein Sechszylinder oder ein Achtzylinder ist. Das ist egal, weil dieser Motor treibt immer die Räder an. Und bei einer Baumaschine gibt es so viele verschiedene Typen. Es gibt so viele verschiedene Maschinen, die anders arbeiten. Es gibt Hydraulik, es gibt Pneumatik, es gibt Motoren, es gibt ganz andere Getriebe, es gibt so viele unterschiedliche Sachen. Es ist einfach viel komplexer. Der spannendste Einsatzort für Zeppelin, wo ich unterwegs war, war in Frankreich. Da war ich unterwegs mit der Hydraulik-Spezialisierung und da waren wir an diese Loks und haben Pumpen ausgebaut. Also da waren wir mal im Ausland und das war schon spannend. Die Stimmung in dem Team, die ist sehr gut. So ist es bei den Azubis ja auch so, dass wir wirklich alle Kollegen kennenlernen aus komplett Deutschland und auch die Stimmung in der Niederlassung ist sehr gelassen und man fühlt sich direkt wohl. Zeppelin ist wie eine Familie, hier achtet jeder auf den anderen und da hilft man sich gegenseitig und ja, das macht Zeppelin schon aus. Eine Ausbildung bei Zeppelin muss man sich so vorstellen, es sind grob gesagt sind es 3 Teile. Ich habe meinen Betrieb, wo ich arbeiten gehe, dann habe ich Blockunterricht in Köln, wo ich dann quasi die theoretischen Sachen lerne und als 3. Teil haben wir dann noch die Lehrgänge überbetrieblich oder innerbetrieblich, wo wir dann noch mehr Fachwissen vermittelt bekommen. Zeppelin unterrichtet seine Auszubildenden alle in Köln, das heißt aus ganz Deutschland, sei es jetzt aus München, sei es aus Rostock, die kommen alle nach Köln. Dort hat Zeppelin ein eigenes Wohnheim, wo die Azubis für die Dauer zwischen 3 und 6 Wochen dann untergebracht ist.
Sie stehen morgens zusammen auf, frühstücken dort, gehen dann in die Schule, lernen dort ihren theoretischen Teil und der Abend wird dann zusammen im Wohnheim verbracht. Schule macht immer mega viel Spaß. Man ist mit 40 Leuten im gleichen Alter, mit den gleichen Interessen in einem Gebäude und übernachtet da auch zusammen und man hat im Prinzip immer was zu tun. Man macht abends Ausflüge und es ist immer mega geil. Und ja gut, ein bisschen Schule machen muss man natürlich auch nebenbei, man muss Hausaufgaben machen, man muss für die Arbeiten lernen, aber das kriegt man alle zusammen schon irgendwie hin. Nach der Ausbildung bieten sich einem ziemlich viele Möglichkeiten eigentlich. Man kann den Techniker machen, man kann den Meister machen, man kann studieren gehen. Seit ich mit der Ausbildung fertig bin, hat sich eigentlich nicht viel verändert, beziehungsweise hat sich die Vielfältigkeit der Arbeiten hat sich geändert. Ich darf jetzt vieles alleine machen, mache natürlich auch schwierigere Aufgaben und das ist natürlich viel besser, als wenn man immer jemanden daneben stehen hat. Zeppelin nimmt sehr gerne aus den eigenen Reihen welche, die sie von unten großgezogen haben, um sie in andere Positionen zu setzen. Man wird bei Zeppelin ganz selten erleben, dass einer, der im Büro sitzt, der auf einer führenden Position ist, studiert hat und von woanders kommt. Die meisten haben tatsächlich in der Werkstatt angefangen und haben sich dann hochgearbeitet. In der Werkstatt, wenn man bei Zeppelin selbst in der Werkstatt ist, dann ist man direkt mit an den Maschinen dran, man ist direkt mit einem Gesellen zusammen und geht halt tatsächlich die Probleme und die Fehler, die die Maschine hat, an. Bewirb dich jetzt und verstärke unser einmaliges Zeppelin-Team.